Herr Präsident, verehrte Kollegen, lieber Herr Bundesminister, Sie haben heute Geburtstag, also alles Gute, und selbstverständlich werde ich Sie deswegen etwas weicher anfassen als sonst. Und ich möchte, Herr Kollege Müller, anfassen schließen wir aus wegen der Infektionsgefahr, die mir verbunden sein kann. Meine ich natürlich im übertragenen Sinne. Und ich möchte den Herrn Minister gleich erst einmal loben. Die deutschen Schlüsselindustrien vor ausländischem Zugriff sind zu schützen, wenn diese Investoren neben wirtschaftlichen Zielen auch Machtziele verfolgen. Das ist immer so. Mit Investitionen Gewinne zu erzielen, ist legitim und für eine funktionierende Marktwirtschaft notwendig. Gefährlich wird es, wenn auch aus weiteren Gründen investiert wird, die mit Gier zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob Gier unbedingt legitim ist. Zwar Kontrollgier nach Marktmacht, um den Wettbewerb auszuschalten. Gier nach Shareholder Value, wenn Heuschrecken Firmen aufkaufen, die Substanz über Beraterhonorare aussaugen und Mitarbeiter auf die Straße setzen. Und Neugier über das Absaugen deutscher Technologie durch ausländische Global Player und Investmentbanken. Jetzt können Sie klatschen, weil was Ähnliches hat der Minister auch gerade gesagt. Haben Sie auch geklatscht? Ja? Aber das war es dann auch schon mit unserem Lob für den grundsätzlich richtigen Ansatz der Bundesregierung. Ihr Ansatz versucht oder verursacht bei differenzierter Betrachtung folgende Probleme. Also es wäre nett, wenn in der ersten Reihe vielleicht auch zugehört würde, wenn ich hier meine Rede halte. Ich bedanke mich auch bei den grünen Kollegen und Kollegen. Die Kriterien für eine Prüfung ausländischer Direktinvestitionen in Deutschland sind zu schwammig formuliert. Es werden keineswegs nur die sogenannten systemrelevanten Unternehmen geschützt. Die vagen Formulierungen, und das ist eine Hauptkritik von uns, ermöglichen eine willkürliche Auslegung durch die Ministerien. Und dann steht immer die Frage im Raum, was ist systemrelevant und was ist es nicht? Und dann kann man vielleicht sogar bei Bedarf auch eine Masken- oder Maulkorbproduktion für systemrelevant erklären, weil die Kriterien nicht eindeutig sind. Und zur Nacharbeitung ihrer Änderungen zum Außenwirtschaftsgesetz hat sich die Regierung 3 Wochen zusätzlich genehmigt, wenn sie diese Zeit bloß sinnvoll genutzt hätten. Und zwar im Hinblick auf die sehr heftigen Nachwirkungen des Corona-Lockdowns. Man hätte den Gesetzentwurf an die Gefahren eines Ausverkaufs der deutschen Wirtschaft anpassen müssen. Diese sind nämlich durch die aktuellen Kapitalverwerfungen an den Kapitalmärkten gestiegen. Aber nichts wurde gemacht. Es ist ja auch klar, es ist für die Regierung einfacher, sich als Retter mit fremdem Geld auf Kreditbasis feiern zu lassen, so richtig schön populistisch, anstatt Sacharbeit zu leisten. Aber sei es drum, der wesentliche Schwachpunkt des Koalitionsvorschlags ist und bleibt die Ausgestaltung. Die alleinige Lösung über reine Kontrollmechanismen ist nicht effizient. Es fehlen zusätzliche Anreizmechanismen, insbesondere fiskalischer Natur. Darüber hinaus sind die Kontrollmechanismen, wie es im Gesetzentwurf steht, auch noch mit folgenden praktischen Problemen verbunden. Erstens, es entsteht ein bürokratisches Prüfchaos. Bis zu 5 Ministerien sollen gemeinsam entscheiden und manchmal dazu auch noch die Bundesregierung und dann auch noch gegebenenfalls unter Einholung von anderen europäischen Staaten. Die Koalition ist sich dieses Tohuwabohus, denke ich, schon bewusst. Sie beschreibt selbst das Minimalziel ihres Änderungsantrags. Zumindest die Fristen sollen für Unternehmen halbwegs durchschaubar gemacht werden. Aber ob das natürlich einem ausländischen Unternehmer ausreicht, um planungssicher in ein deutsches Unternehmen zu investieren? Und zweitens sehen wir eine weitere Gefahr, und zwar die außenpolitische Einflussnahmen. Siehe Nord Stream 2, da haben wir es doch, Einflussnahmen außenpolitischer Natur auf das Außenwirtschaftsgesetz. Es ist realistisch anzunehmen, dass deutsche Ministerien unter einen erheblichen Druck aus den USA geraten können. Und dann hätten wir kein neutrales Außenwirtschaftsgesetz mehr zum Schutze systemrelevanter deutscher Unternehmen, sondern ein Sondergesetz gegen Investoren aus Russland und China. Als AfD-Bundestagsfraktion sehen wir kritisch, dass von vielen Ministerien eben immer nur kontrolliert wird, anstelle Anreize zu setzen, wobei Anreize doch die Steuerungsinstrumente sind, mit denen man viel mehr Wirkung erzielen kann. Und aus diesem Grunde beantragen wir als AfD-Fraktion in unserem Entschließungsantrag, folgende Änderungen ins Außenwirtschaftsgesetz einzubauen, folgender fiskalischer Natur.
Die deutschen Finanzämter verfügen über die notwendige Durchsetzungsfähigkeit, vor denen auch ausländische Investoren Ehrfurcht haben. Damit bieten unsere Finanzämter einen viel wirksameren Schutz für systemrelevante deutsche Unternehmen als dieses Kompetenzwirrwarr Prüf- und Entscheidungsgremium aus folgendem Ministerium. Bei uns quatschen ja mit Wirtschaft, Verteidigung, Inneres, Finanzen, Auswärtiges und gegebenenfalls dann auch noch das Kanzleramt. Was für ein Chaos! Wir können dieses gleiche Ziel, die Finanzämter können es viel wirksamer und einfacher erreichen. Und zum Beispiel durch die gezielte Verteuerung von Käufen systemrelevanter Unternehmen, wenn diese Unternehmen auf Kosten des deutschen Steuerzahlers vorher erst hochgepäppelt und wertvoll geworden sind. Und ordnungspolitisch ist es sogar erforderlich, der Privatisierung von Gewinnen und der Sozialisierung von Verlusten einen Riegel vorzuschieben, damit die Marktwirtschaft funktionieren kann, von der unser Minister immer so gerne spricht. Ausländische Investoren können sehr gerne, wenn sie wollen, systemrelevante deutsche Unternehmen kaufen, wenn sie bereit sind, dem deutschen Steuerzahler diejenigen Beträge zurückzuerstatten, die er vorher in diese Unternehmen investiert hat, über alle möglichen Formen staatlicher Förderungen. Und in diesem Sinne sind die Vorschläge in unserem Entschließungsantrag aufgebaut, Anreize setzen, dafür Prüf- und Bürokratieaufwand reduzieren. Und damit, liebe Bundesregierung, lässt sich Ihr Ziel, systemrelevante deutsche Unternehmen vor ausländischen Übernahmen zu schützen, viel effizienter erreichen als mit Ihrem Kompetenzwirrwarr Prüf- und Entscheidungsgremium. Ich danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächster Redner ist der Kollege Markus Töns, SPD.